So, willkommen zurück zu Drakensang. Wir haben in der letzten Folge mit ein paar Harpien gespielt und die wurden von einer Alraune-Pflück-Aktion angelockt. Nachdem wir sie dem Priester gegeben haben, sind wir direkt in die Krypta, wo wir auch jetzt gerade sind, und suchen nach dem Sohn von dem Kaufmann, der die ganze Stadtwache dafür belagern wollte. Meint ihr? Aufgepasst! Hauptsächlich. Ulfink, bist du das? Ich habe solche Angst. Du siehst genauso aus wie die Freundin von dem Typen im Dunkelwald. Das ist also das Freundinnenmodell. Sieht ja niedlich aus. Beruhig dich, Mädchen. Bist du Niam? Ich bin hier, um dir zu helfen. Bist du sicher, das gehört? Nein. Beruhig dich, Mädchen. Mir helfen, den Zwölfen sei Dank, bitte, ihr müsst Ulfing helfen. Er ist noch ganz tief unten in der Gruft, dort sind plötzlich überall Leichen aus ihren Gräbern gekrochen. Dann hat Ulfing mich durch die Gitterpforte gestoßen und mir gesagt, ich soll fortlaufen und Hilfe holen. Doch ich habe mich in meiner Angst verlaufen und musste mich hier vor diesen lebendigen Schrecken verstecken. Ich flehe euch an, ihr müsst ihm helfen. Ich werde deinen Liebsten finden. Andere Gruft. Hör auf zu heulen. Ich werde das andere Gör schon finden. Ich werde deinen Liebsten finden und so weiter. Zu spät. Prayer stehen bei, da kommen sie. Die Plünderer. Also, wir laufen erstmal zu ihr. Sie hat sich hier hinten in Sicherheit gebracht. Das ist ja schön. Na klar. Ist hier Bogenschütze? Ich geh mit dem Bogen. Skeleton. Und noch ein Skeleton. Aber nicht die gleiche Gruft, aus der wir gerade kamen. Vielleicht kommt er ja gleich noch Böses. Tja, da ist schon was Böses. Ein Pferdkämpfer. Und ein Hauptmann. Lass das mal vor Grimm machen. Verletzen kann man die ja nie. Gut, dass ich geheilt habe. Auf 80 HP, das ist ja schon ordentlich. Ja, was ich zwischendurch auch noch gemacht habe, bin zwischen den Aufnahmen nochmal weggelaufen und habe mein Inventar ausgeleert. Deswegen können wir jetzt so, sagen wir mal, beruhigt plündern. Aber wie viele wollen denn da noch spawnen? Doch mal jemanden. Alle mal hergehört. Häufen, jetzt wird's ernst.
Na klar. Ha! Ah. Das sieht mir eher so nach Bosskampf aus. Und das sieht mir so aus, als hätte der Magier ziemlich heftig was gegen... So, dazu. Na klar. Gerade eh nicht mit. Ach ja, ich habe mich dazu entschieden, ihr den Magierhut aufzusetzen. Sie hat jetzt 10 M. Oder wie es hier in dem Spiel heißt. Verwechseln mit Arschstrahl. Hören sich zwar ähnlich an, aber die bedeuten nur, dass man zu glatte Haut hat. Schon mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber bitte, wir müssen Ulfing retten, bevor es zu spät ist. Dein Dank ehrt mich, aber wir kümmern uns jetzt lieber um Ulfing. Immer schön mit der Ruhe. Sagt mir alles, was vorgefallen ist. Und ich bin nicht wegen dir hier der Händlersohn, wo steckt er? Sag mir schnell, wo ich ihn finde. Ihr seid sehr edelmütig, aber ihr habt recht. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ulfing, schreckliche Monster, Grufteisentor, ich habe den Schlüssel dafür hier neben dir. Yay! Wir haben einen Schlüssel, wir können weitermachen. Und ich kann sie nicht beklauen. Das Tagebuch lesen wir uns jetzt gerade nicht durch. Wir haben ja das Teil 5 des Tagebuchs gefunden. Meine ich. Stand ein V dran, ne? Klados. Teil 5. Hier haben wir schon Teil 1 und 2. Folgt mir. Ja, ich lese mir die der Reihe nach durch. Es ist Zufall, dass ich mit Teil 1 angefangen habe. Sagen wir zu dem Skelettmagnet? Nein. Ja, hätte ich Teil 3 zuerst gefunden, weil ich in die andere Richtung gelaufen wäre, hätte ich das auf jeden Fall auch. Ich habe mir jetzt wo das ist, oder welche Richtung ich laufen muss, aber wir werden uns die jetzt natürlich möglichst chronologisch ansehen. In den ersten beiden Büchern stand ja schon, hey, neue Stadt, cool und alles supi hier. Im zweiten stand dann, yeah, neue Stadt, alles supi hier, ich habe mal ein geheimes Untergrundlabor zur an mich Reißung der Weltherrschaft entworfen und angelegt. Candidus. Und ich glaube, das stand sogar noch am ersten. Im zweiten stand dann, yeah, der Astralring funktioniert voll gut, aber er speichert nicht lange genug. Wir müssen noch mehr Material sammeln und ein Preinegeweihter hilft mir. Ups, ich habe eine Preinegeweihte gekillt. Ja, es ist so zusammengefasst. Und in diesen Räumen sind dann immer 5 Skelette spawned, so ungefähr. Und da haben wir uns dann darauf geeinigt, dass Rolana und Vorgrim jeweils eines der Starken nehmen und Tippi und Kledis zerlegen dann jeweils klein drumherum. Folgt mir. Wobei meistens Kledis ziemlich groß stand und deswegen Arma den Rüstungszauber auf sich nimmt. Ja. Wie man hier schön sieht, Kledis. Ich versuche mein Bestes. Alles klar. Attacke! Nein, auf den. Sobald sie an den Gegner rangeht, schwenkt er sofort auf sie um. Also dieses Spiel scheint etwas gegen Magier zu haben. Was ich schade finde. Also das Spiel sollte mehr nützliche Situationen für Magier bereithalten.
Ja, also, wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich Kledis gegen einen Vollkämpfer austausche, habe ich sicher nicht die riesen Nachteile. Dagegen, wenn ich einen der anderen drei gegen einen Vollmagier austauschen würde, dann wird das wahrscheinlich ziemliches Chaos geben. Ich meine, wir kämpfen hier permanent gegen Gegner, die instant vor mir spawnen. Oder Tür geht zu und um mich rum kommen immer mehr Nahkämpfer. Ja, also... wir haben keine Möglichkeit, längere Zauber vorzubereiten und die Gruppe ist einfach zu klein, dass wir jetzt sagen können, wir blocken mal den Angriff mit drei Kämpfern ab und den vierten holen wir uns noch irgendwo. Ein Schwerk, ein Wort. Also, wenn wir einen fünften hätten, könnten wir ja sagen, ja, der steht in der Mitte und die anderen vier drumrum und halten alles ab. Haben wir aber nicht. Und mit einem Schutzdreieck kommen wir nicht weit. Das reicht nicht. Tippi, wir wissen alle, dass hier vor noch eine Falle liegt. Könntest du die eventuell finden? Ach, brauche ich gar nicht. Magische Falle. Ja, und dann dazu haben halt die meisten Gegner noch scheinbar eine... ich greife die niedrigste Rüstungsklasse an. Ja. Diese eine derartige Visierung ist halt auch nicht unbedingt Magier zuträglich. Hier schon wieder. Gladys stand weiter hinten als Gulana. Wird aber sofort von dem Skelett gefunden. Bei Bossen kommt es sicher cool, wenn man einen Magier dabei hat. Aber der Tatzelwurm zum Beispiel war auch so. Er greift einen von vier an. Und wenn dieser eine von den vier halt nicht in Range steht, kriegen alle 20 AOE Damage ab. Das geht nicht. Hätte Kledis jetzt nicht mindestens ihren Rüstungsschutz drauf, dann wäre sie von ihm halt gewonnen worden. Na klar. Und sogar das wurde sie schon so. Obwohl ich ihr hauptsächlich Körperkraft und Ausdauer beigebracht habe. Ich habe ja alle Punkte, die ich habe, nicht auf das Tappen von irgendwelchen Zaubern verwendet, sondern halt sie irgendwie am Leben zu halten. Meint ihr? Und ja, im Pen and Paper ist es auch so, dass es schwerer sein wird, einen Magier zu spielen. Einfach weil er durch seine Mana-Knappheit und andere Sachen eher im Nachteil ist oder sagen wir, größere Aufmerksamkeit bedarf als andere. Aber er wird dann trotzdem noch seine Daseinsberechtigung haben. Ich meine, Kledis könnte ich hier auch den Kampf über in Vollplatte packen. In schwere Rüstung und Kette, damit sie nicht mehr, das ist so, dass sie nicht mehr zaubern kann, aber auch nicht so anfällig ist. Und nach dem Kampf benutze ich sie zum Hochheilen. Das wäre theoretisch auch möglich. Und wenn wir den Magier so weit runterbrechen, dass das seine effektiven Aufgaben im Kampf sind, ja, dann haben wir ein Spiel, das Magier nicht mag, aber Heiler zumindest berechtigt zu existieren. Ja, da hätte ich sogar einen Schlüssel für benutzen müssen. Passend. Gut, dass ich zuerst was anderes machen wollte. Die Briefe. Taucherbuch 4. Amazone voraus. Und 3. Alles klar. Lesen. Warte mal, wir haben das gerade in umgetauschter Reihenfolge gefunden. Entweder gehen sie davon aus, dass man wirklich so rumläuft, wobei Menschen eigentlich eher den Drang haben nach...
Doch, erst nach rechts, ja. War richtig von mir. Das heißt, man hätte dann entweder 4, 3, 2, 1 gefunden oder man findet einfach, egal in welchem Sarg, zuerst das erste, zweite, dritte, vierte und im mittleren dann das fünfte. Können wir nicht mehr testen. Könnte ich noch testen, ja. Diese Seiten sind kaum noch zu entziffern. Es scheint fast, als hätte der Schreiber sie im Fieber verfasst. Zwischen Tintenflecken missverständliche Diagramme, unverständliche Diagramme, nur wenig zu entziffernde Fragmente. Hat die Beschäftigung mit dem Ring all meine anderen Studien, wenn er erst einmal seine volle Kraft entfaltet, Dana sagt, ich verbringe zu viel Zeit im Labor. Wahrscheinlich hat sie recht, kurz vor Durchbruch. Kann ich mehr Diener gleichzeitig am Leben erhalten als je zuvor? Neue Entdeckung gemacht. Meridian lange nicht gesehen. War gestern da, hat mir von Zwergenturm berichtet. Hat mir von Zwergenturm erzählt. Vielleicht finde ich dort geodische Artefakte, die mir helfen können. Aber noch nicht jetzt. Der Abt scheint wieder misstrauischer geworden zu sein. Der Ring Blaue Keuche hat diesen Winter viel Opfer gefordert. Totengräber kamen ihre Arbeit. Doch Totengräber kamen ihrer Arbeit nicht nach. War mir ein leichtes in der Nacht noch mehr frische Körper. Okay. Dana ist schon wieder am Dumpfschädel erkrankt. Ihr Gesundheitszustand macht mir allmählich Sorgen. War sie schon immer so kränklich? Ich weiß es nicht mehr. Habe ihr Medizin gebraut, aber sie scheint kaum zu wirken. Sie behauptet, sie würde schneller gesunden, wenn ich mehr Zeit bei ihr verbringe. Sie ist so sentimental. Was sollte meine Nähe mit ihrer Gesundheit zu tun haben? Das kann ich dir erklären. Wenn man sich wohl fühlt und so weiter. Alter, heul nicht rum. Kümmere dich um deine Freundin. Allen meinen Künsten zum Trotz liegt Diana jetzt mit blauer Keuche im Krankenbett. Widerwillig habe ich einen Physikus aus Ferdok herbestellt, der sich um sie kümmern soll. Der Umfang meiner Studien lässt mir kaum noch Zeit, mich selbst um sie zu kümmern. Der Ring ist mittlerweile in der Lage, ungeheure Mengen Astralenergie in sich aufzunehmen. Wenn ich all diese Kraft in einen Heilzauber stecken könnte, wäre das vielleicht dazu imstande, die Krankheit aus ihrem Körper zu verbannen. Aber dazu sind mehr Studien nötig. Sie ist vor 2 Tagen gestorben. All mein Wissen, all meine Macht waren nicht in der Lage, sie zu heilen. Ich war noch nicht einmal da, als es passierte. Ich war zu sehr damit beschäftigt, meine Variante des Skleral-Tios zu perfektionieren. Sie ist alleine gestorben, allein und verlassen, verflucht sei meine Seele. Ich hätte bei ihr sein sollen. Ja. Google mal das Lied. Frage nie gestellt. Glaube ich, heißt das. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wissen wollt, welches Lied ich meine, dann linke ich es. Ich habe die große Gruft in Talon gekauft, um Dana würdig zu bestatten. Am liebsten würde ich sie bei mir im Haus behalten, bis ich eine Möglichkeit habe, sie zurückzuholen. Nur bezweifle ich, dass jemand das verstehen würde. Der Dumpfschädel hat nun auch mich erwischt. Es fällt mir immer schwerer, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es mir gelingen wird, Diana mit Hilfe des Rings aus dem Reich der Toten zurückzuholen. Sein Fassungsvermögen ist seit seiner Erschaffung immens gestiegen. Mit so viel roher Macht sollte ich den Schleier, der die Lebenden von den Toten trennt, mühelos zerreißen können. Dann würde ich alles wieder gut machen. Was interessieren mich noch all meine Diener, mein Wissen um Geist, den Geist und um die dunklen Mächte, wenn ich mein Dasein ohne Diana fristen muss. Hättest du dir mal vorher überlegt, ne? Auch mit meinen Geschäften geht es langsam bergab. Kein Wunder, ich habe ja keine Zeit, mich um sie zu kümmern. Ich habe einen Brief an meinen Bruder Dolgon in Trallop
zu Weiden geschickt. Er soll nach Talon kommen und sich um meine Geschäfte kümmern. Wir haben uns in 20 Götterläufen nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, wie er reagieren wird. Nun habe also auch ich die blaue Keuche. Die Götter wollen mich bestrafen. Ich spüre es tief in meinem Herzen. Doch werde ich ihnen zuvorkommen. Mein Meisterwerk steht kurz vor seiner Vollendung. Seit Wochen sammle ich nur noch astrale Kräfte und speise diese Macht in meinen Ring. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Mein Bruder hat tatsächlich geantwortet. Er wird bald hier sein. Ich glaube, bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Das Fieber ist meine Gedanken. Ich kann sie nur schwerlich ordnen. Morgen will Dolan hier eintreffen. Werde sie in der Gruft verstecken, damit ich auch noch meinen Blick auf Diana werfen kann. Mein Bruder, er wird mich pflegen und wenn ich wieder gesund bin, Diana wiederholen, dann werden wir wieder eine Familie sein, glücklich bis an unser Ende. Gut, damit ist der Part auch zu Ende. Es war ja ganz lustig, dass es eine derart große Hintergrundgeschichte dazu gibt. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.